Ihr müsst hier bleiben. Ich gehe mit Jesse alleine. Hello, darkness, my old friend. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich musste gerade meinen anderen Hunden das Herz brechen, weil ich heute mit Jesse alleine eine Runde gehe. Das muss manchmal sein, wenn die noch so jung sind. Und bei Jesse sind doch deutliche Defizite zu merken, wenn es so um den guten Gehorsam geht im Feld. Ja, deswegen führt an solchen Einzelausflügen kein Weg dran vorbei. Sie ist irgendwie ein bisschen albern drauf heute. Ich bin mal gespannt, wie erfolgreich wir sein werden. Jess? So, eine Sache, die wir immer üben alleine, ist natürlich das Fußgehen. Das heißt, sie soll neben mir laufen, auf Höhe meines Knies ungefähr, nach Möglichkeit mit Blickkontakt. Und sobald ich stehen bleibe, soll sie sich hinsetzen. Das ist wirklich was, das macht sie eigentlich ganz schön. Fantastisch. Entschuldigung, ich habe die Kamera so unter den Arm geklemmt. Die schwenkt manchmal ein bisschen wild durch die Gegend. Wenn meine Trainerin das sehen würde, würde sie sagen, Sophia, das ist aber keine schöne Grundstellung. Ja, ist es nicht. Hat sie recht mit, das stimmt. Oh, oh. So, und das bei Fußgehen hat nichts mit Leinenführigkeit zu tun. Bei der Leinenführigkeit soll der Hund nicht die ganze Zeit nach oben gucken und mich anhimmeln, so wie er das jetzt tut. Oder auch gerade nicht. Oh, fantastisch machst du das, meine Süße. Ganz prima. Gut. Was? Alleine üben. Wieder beginnend in der Grundstellung. Oder so ähnlich. Machst du fein. Ja Gott, die Obedience-Leute würden sagen, Himmel, was macht sie da? Gut, dass ich kein Obedience-Leut bin. Aber, oh, fantastisch. Ich finde, upsi, guck mal, da ist er. Eine gute Unterordnung muss jeder Hund irgendwie gelernt haben. Und auch die Jessie soll ja irgendwann die Begleitungsprüfung machen. Machst du ganz schön prima. Okay, ein bisschen näher könntest du wohl sitzen, ne? Bei kleinen Hunden hat man oft das Problem, dass die immer ein bisschen zu weit ab vom Schuss sitzen, weil sie einen dann besser sehen können, ne? Fein. Okay. So, guck mal. Jawohl. Du darfst ruhig laufen gehen, hm? Lauf. Du darfst natürlich auch sehr gerne weiter bei mir bei Fuß latschen. Das ist keine korrekte Grundstellung. Aber ich sag's keinem weiter. Gut. Okay, lauf. Lauf. Nur halt nicht ins Gebüsch, okay? Ja, das hier ist nämlich so die Ecke. Hier in den Gebüschen sitzen manchmal Hasen drin. Und Madame Pompadour hier gibt dann gerne mal Hackengas und rennt da rein. Richtig peinlich ist, also ich leine sie schon nicht ab, wenn da drüben ein Fußballspiel ist. Also hinter dieser Hecke ist das Stadion. Ja, hatte ich einmal in meinem Leben, dass mein Hund Abigail seinerzeit ein Fußballspiel unterbrochen hat. Nicht zu empfehlen, man wird sehr gehasst, es ist sehr peinlich. Naja, deswegen, wenn da Fußball gespielt wird, leine ich sie nicht ab. Da ist ein Maschendrahtzaun zwischen, aber ein Kärntner findet immer seinen Weg. Während wir jetzt hier so durchs Feld töffeln,
zeige ich euch mal eben Aufnahmen von der Boots. Ach Gott, die ist so brav. So ein lieber Hund. Die Narbe hat beim Fädenziehen am Montag nicht so gut ausgesehen. Deswegen muss ich jetzt noch weiterhin den Body tragen. Und zweimal am Tag bekommt sie da so eine Salbe drauf. Man sieht sehr schön am unteren Teil der Narbe, dass die Lymphknoten da doch ganz gut angeschwollen sind. Also das ist jetzt nicht so verwunderlich, aber naja, ich hoffe, dass das jetzt bald besser wird. Die Narbe sieht jetzt schon wesentlich besser aus als am Montag. Putz findet es natürlich nicht so cool, dass sie immer noch diesen Body tragen muss. Aber naja. So, mit Jessie möchte ich jetzt gerne was üben, weil die nicht so gut bleiben kann. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Ja, hier sehr steif gesessen, um das aufzulockern, kann man mal ein bisschen was spielen. Pack das Spielzeug dann weg, wenn der Hund es noch gut findet. Damit er es auch weiterhin gut findet. So. Das ist echt ein mega Unterschied, wenn ihr zwei Hunde oder mehr Hunde habt. Würde ich trotzdem immer noch hier und da mal nur einen mitnehmen und so ein paar Sachen üben. Das ist für den Hund total schön. Das ist einfach so ein bisschen Quality Time für den Einzelnen. Und also bei Jessie ist es halt wirklich so, dass sie ja natürlich deutlich ansprechbarer ist, deutlich mehr bei mir ist, weil sie halt auch weiß, meine Aufmerksamkeit ist nicht durch 5 geteilt, sondern liegt nur bei ihr. Das heißt, wenn sie Scheiße baut, kriege ich das auf jeden Fall mit. So, mein Akku ist gleich leer. Bis die Tage. Was? Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Dann aber los!